So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Tales of Zestiria. Und wir sind, wir haben in der letzten Folge Layla dazu bekommen, eine Seraphin, die ja auch gleichzeitig die Dame vom See ist, die ja uns zum Hirten macht, sozusagen. Wir haben einen neuen Titel für Zorei. Beziehungsweise, fahnwitzigerweise hat er kein Schwert mehr gerade. Der Dings hat nebenbei Feuer, natürlich. Feuerring und so. Aber was ich eigentlich meine, ist hier normalerweise jetzt hier den Hirten als neuer Titel. Ich würde aber tatsächlich beim Schwertplünderer bleiben, weil den leveln wir ja an gerade sozusagen auf. Ne? So, sie kämpft mit antikes Papier. Tiara hat sie als Kopf, Kampfmontur als Dings, Feuerring, Bernsteinstiefel und natürlich Papierwerferin hat sie, Feuermeisterin, Feuerwirkerin oder die Hauptherrscherin. Aber ich würde sagen, wir bleiben bei Papierwerferin, weil da ist sie ja auch gut gelevelt. Habe ich jetzt eigentlich... Nee, okay. Dann würde ich sagen... You must be hungry, kind shepherd. I'll fix you up something at once. Thank you, sir. But I'm actually stepping out for a bit. Oh, really? Well, then I'll get it ready for when you come back. Don't worry about the bill. It's the least I can do for the shepherd. Really? Thank you so much. I'll be back in a little while. Ja, genau. Wir sind bald wieder da. There's almost no one out. I guess it's still pretty early in the morning. You all right? I just felt strange all of a sudden. Like a weird pressure was crushing down on my chest. What? You can sense it already? Mm-hmm. What you're feeling is the malevolence all around us. Now that you've become my vessel, you can sense it. This is proof that your body has already grown accustomed to my power. You don't say. You mean there's really that much malevolence out there, even beyond the city? Indeed. And this is only a taste. As people start to crowd the streets, you'll feel it even more. So. Come this way. Moment. Mikro erstmal gerichtet. Ja, ne? Folgen wir ihr mal. Man sieht richtig diese schwarzen Partikel hier überall rumfliegen. Das sind eigentlich die Partikel von der Bosheit, die hier herrscht. Ich schätze mal, sie will hier hinten rein. Deswegen gehen wir mal hier hin. Warten kurz auf sie. Weil ich glaube, sie macht uns die Tür auf. Plump, 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 plump. Beziehungsweise erst danach, nachdem sie eingetreten ist, können wir hier lang. So. Erstmal gibt es hier eine Truhe. Bernsteinstab. Langstab mit Bernsteinspitze. Der Bernstein fungiert als Artes-Katalysator. Ah. Fest. Okay. Hier, die ist noch verschlossen, die kann ich nicht öffnen. Habe ich hier hinten irgendwas? Ich weiß, sie ist oben lang gerannt, deswegen gucke ich lieber hier mal nochmal nach, ob hier noch irgendwas liegt, aber nee. Tatsächlich liegt hier nichts. Schade. Wir geben aber Mikleo mal den anderen Stab. Obwohl, der ist dann doch
ziemlich. Ah, wobei Mikleo ist ja eh der Arte-Angreifer, nicht der Dings. Das ist ja, Mikleo greift ja mehr mit dem Arte-Angriff an, als mit dem Dings. Ja komm, dann geben wir ihm den. Ne, er greift ja eher mit Arte an, als mit einem mit dem normalen Angriff. Deswegen können wir ihm das so geben. Oh man, what a gorgeous lake! It truly is. But amidst the spectacular scenery, the town of Lady Lake is being corrupted by malevolence. Yeah, now that I can sense it, I can feel the corruption everywhere. We can't let this go on. It isn't just happening here in Lady Lake either. It's eating away at the entire world. The scenery may be splendid, but you can feel that this place lacks the blessing of the Seraphim, can you not? Yeah. In Elysia, I could always feel Gramps' blessing. But here, nothing. But Lila, this little walk of yours isn't just to reconfirm the situation in Lady Lake with us, is it? You've got something to tell us. Yes, I touched on it before, but now I must clarify to you. The true purpose of the Shepherd. The Shepherds can quell the Hellions, beings who bring chaos to humans and Seraphim alike, with the power of purification. That is the power of the Shepherd. However, that in and of itself is not the Shepherd's duty. What the Shepherd must quell is the source of all malevolence, the being who gives rise to the Hellions. The Lord of Calamity. The Lord of Calamity? Yes, this figure has been known by this name for countless centuries. Whenever Hellions run rampant, this figure is always there. A Lord of Calamity, who begets Hellions with the overwhelming amount of malevolence he possesses. Given enough time, a Lord of Calamity can even permanently alter the world itself. Such is the calamity he brings. Wait. If I remember correctly, the celestial record said that a shepherd hasn't appeared for the last 200 years. And 200 years ago, there are records that the world was overcome by an unprecedented calamity. Could there be a connection? I understand. So, the Lord of Calamity is the source of all the malevolence, and it's the duty of the Shepherd to find and put a stop to him. That's all well and good, but where is this guy? For now, it is enough so long as you understand the duty of the Shepherd. Huh? The answers you seek are those you must discover for yourself, Saray. Answers of your own that you will not regret. Stay true to yourself. Forget not your duty, but be not a slave to it either. Answers of my own. And to that end, Saray, I know you want to ask about the effects the Lord of Calamity has on this world, and how Earth Dwellers and Seraphim go about their lives, but I want you to discern these for yourself. It's true that I'm completely clueless when it comes to just about everything in the world. I want you to travel the world and discover all sorts of things. Only then can you take the answers you have found for yourself and make a stand against the Lord of Calamity. It's not that tricky a concept. Pretty much boils down to, hey Saray, let's take a trip around the world. Yes. Got it. Anyhow, can we start by investigating some food? Talk about calamity. I'm gonna pass out. Shall we head back to the inn? I don't want to have to carry our shepherd around. Sure. Na, warum denn nicht? Mikleo, kannst du uns doch gern mal eine Runde tragen? I don't think we've checked that monolith out yet. So. Seraphines Arzt, genau. Dann haben wir hier Camille nochmal. Und da ist auch noch mal eine Truhe, die verschlossen ist.
Apropos, warte mal. Erscheinungsbild, Kampfstrategien. Genau, das hier. Genau, Gesundheit, Wiederherstellung. Das ist das, was Layla machen kann. Stellt unterwegs stetig KP wieder her. Du wirst auch gewarnt, wenn jemandes KP sehr niedrig sind. Genau. Also das ist so die einzigartige Fähigkeit, die sie gerade so hat. So, gehen wir zurück ins Gasthaus. You know, I've always wanted to travel the world. But I never imagined it'd be so important. It's kind of weird, but I can't say I'm not excited. I think it's safe to say you're probably the most sheltered shepherd in history. You really think so? Hey, Lila, what kind of people were the other shepherds? Huh? Oh, sorry, I missed what you said. So, what were the other shepherds like? I missed what you said. Lila? Yes? Hiding something? Oh my, isn't this lovely weather? Looks like she doesn't want to talk. Can I ask why you won't answer? I have forged an oath with myself. So long as I uphold that oath, I may wield certain extraordinary powers. However, the terms of the oath also prohibit... things. So wait, does that mean there are certain things you can't discuss? By powers, I assume you mean the power of purification? Oh wow, look at the pretty butterfly! You're kind of bad at this, aren't you? Does it really matter? We're traveling the world to find these answers anyway, after all. So we need to go investigate each land's shepherd myths? Yes, yes, yes! That's 1000% correct! Can other seraphim besides you wield the power of purification? We should get back before Saray collapses from hunger and we have to sneak his body through the back alleys. We'd better get going. Chop chop, no time to waste. The food is probably ice cold by now. Let's get going. Die lenkt so ab. So von wegen, what? There should be a vista point nearby. Du fragst mich was? Nee, wollten wir nicht was essen? So, ne? Okay, das große Wasserrad vom Damensee. Hey. Ja, komisch, hier gibt es tatsächlich kein Gesprächs darüber. Naja, dann nicht. Dann halt nicht. Okay. Oh, welcome back, kind shepherd. Your meal is waiting for you. Thanks a bunch. All right, let's eat. Ach, erstmal was essen. Erstmal was essen. Phew, that was good. It really hit the spot. You ate like a champ. It was delicious. You sure you don't want me to pay for it? Of course I am. Thanks so much, sir. Oh, good. Oh, I have something for you. A gift arrived from Lady Alicia. Huh? What could it be? Huh. It's a letter. My sword. Bags and... clothes? Ah, perfect timing. Go get changed, you kind of smell. All right, then. Oh, wir haben jetzt die Kleidung, die wir haben sollen. Die Kleidung des Hirten. Not bad. Mal. How about it? It looks fantastic on you, Lord Shepherd. It really does. So dashing. Oh man, I want one. Ich will auch. It's the garb of the shepherd handed down from tradition in Lady Lake. You wear it well. Das so you can doch. Put lipstick on a pig. Just admit it, Mikleo. You're jealous. Yeah, you wish. So what's the letter all about? Well, let's see. Dear Saray, I was surprised that you fainted so suddenly.
I hope your rest at the end was rejuvenating. When I learned that you can communicate with seraphim, beings of divine nature who cannot be seen by ordinary people. When I saw you draw the sacred blade from the Lady of the Lake and quell the riot at the festival before my eyes. My heart leapt with joy, the likes of which I've never known. The only thing I can think of to tell you is a sincere, heartfelt thanks. I hope you do not find this strange. Though I do think that my true feelings do not come across well in a letter. I know that, as the shepherd, you are soon to embark on a journey to save the world. But once you are awake, I would like you to come and visit me at my home. P.S. Did you have a chance to try on the clothes I got for you? They're modeled after the traditional garb of the legendary shepherd. I hope they are to your liking. My, what a kind-hearted young woman. Yeah, seriously. I should be the one who's thanking her. Why not do it in person, then? Good idea. Let's move. Genau. Come back and see us again, kind shepherd. You bet I will. Genau. Wir werden jetzt natürlich rausgehen. Ah, Obst. Man, these clothes offer more mobility than I thought. They look purely ceremonial at first glance, but it turns out they're practical. Quite so. Perfect for the journey we're about to undertake. Alles klar. So, ich wollte mal gucken. Wir können Sachen kaufen, wir können Sachen verkaufen, wir können Sachen anprobieren und wir können sie verschmelzen lassen. Tatsächlich, das Verschmelzen, für die Leute, die das Spiel ja nicht kennen. Fusion. Verschmelze zweierlei Ausrüstungsgegenstände mit gleichen Namen, stärkt die Ausrüstung und erweitert oder verändert ihre Fertigkeit. Durch das Wechseln zu neuen Fertigkeiten mittels Fusion kannst du sogar jede gewünschte Bonusfertigkeit aktivieren. Genau. Da gibt es zum Beispiel so, ne, altes Schwert, alter Stab, Bernsteinstab, antikes Papier. Das kann man allerdings auch in der Hinsicht dann für die Ausrüstungsgegenstände machen. Wie zum Beispiel hier jetzt die alten Ohrringe mit den alten Ohrringen. So. Ne, kann ich hier jetzt machen, zack, habe ich alte Ohrringe plus 1. Das ist jetzt 50% reduzierte Wirkung von Lähmung und 15% Werterhöhung, Dauer der Werterhöhung drauf. So, hier hätte ich zum Beispiel Wirkung von Verbrennung reduziert um 50% und Verteidigungsfähigkeit um 5% plus und dann nur die Verbrennungsgeschichte. Da kann ich jetzt hier machen, zack. Und ich habe trotzdem noch die beiden Dinger drauf, aber die Werte sind besser. So. Natürliche Weste zum Beispiel hier. Mit der, zack. Oh. 1% bei Combo verringerte SK-Gebrauch. Das ist gut. So, dann habe ich hier zum Beispiel den leeren Ring. Zack. Ne? Und die Kampfstiefel. Komm. Wenn wir schon mal dabei sind. So, es geht halt mir ein bisschen drum, dass ich manche Sachen halt ein bisschen verbessern kann. So, hier könnte ich jetzt zum Beispiel auch noch ein paar Sachen kaufen. Wie zum Beispiel die Apfelgummis. Dann habe ich ein Bernsteinschwert. Was mich mir tatsächlich ein bisschen mehr bringt. Das ist circa gleich. Und das ist bringt mehr für sie. Also würde ich sagen, kaufen wir einmal den. Ja. Dein Ladenrang ist jetzt Schaufenstergucker. So. Da. Jo. Ne? Was haben wir hier? Guck mal, Bernstein-Diadem. KP von SA-Einsatz 50, plus 50. KP-Wiederherstellung bei SA-Einsatz plus 50. Guck mal, das ist sogar ganz nice. Guck
Guck mal, das können wir gleich mal nehmen. Ausrüsten. Ne, hier auch. Zack, ausrüsten. Bekanntes Gesicht. Die Schleife ist dann nicht für uns. Na, gucken wir mal. Ah, okay, ich habe keine Kohle mehr. Aber wir können, glaube ich, noch was verschmelzen, oder? Nee, können wir nicht. Okay. Aber wir können was verkaufen. Gegenstände verkaufen. Guck mal, wir können hier zum Beispiel ein paar... hier diese ganzen alten Sachen. Altes Schwert. Den alten Stab. Und das alte Papier verkaufen. Altes Diadem verkaufen wir. Tiara verkaufen wir. Ne? Genauso könnte ich jetzt zum Beispiel hier von ein bisschen was verkaufen. Oder hiervon. Lasse ich aber erstmal. Warte mal, ein bisschen habe ich ja jetzt wieder an Kohle. Dann würde ich sagen, machen wir hier. Hier. Das wäre noch... Oh, zwei Feuerringe im Besitz. Verschmelzen. Warum habe ich zwei Feuerringe im Besitz, wenn ich die nicht dingsen kann? Hm. Merkwürdig. Aber okay. Dann verkaufen wir die und lassen das mal. So, aber ich würde sagen, damit beenden wir erstmal die Folge. In der nächsten Folge werden wir uns dann bei Alicia bedanken gehen. Und, Gott, mir wird gerade, sorry, aber mir wird gerade ein bisschen die Musik, die Hintergrundmusik ein bisschen laut. Ja, dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Lovers.